Seid gegrüßt, meine lieben tapferen Freunde, zur 100. Folge von Rising World. Folge 100. Wir haben eine Bärenattacke überlebt. Wir haben, ja, wir sind wieder auf dem Weg, immer noch zu unserer Heimat. Und ich guck mal auf den Kompass. Wo war ich denn den? Achso. Moment, E. Kompass. Ah, ne, muss ich ja hier auf K für Kompass oder auf. Wie viel waren das nochmal? M? Ne, war doch Kompass, ne? Ja. Kompass muss ich auch. Ah, muss ich gedrückt halten, okay. Da müssen wir hin. Da ist unser Ziel. Irgendwo da hinten hinter den Bergen. Und ich nehme mal die Axt. Das ist das Einzige, was so ein bisschen ist wie eine Waffe. Und ihr seht schon, wir sind schwer verletzt. Wir sind schwer verletzt. Wir sind aber gut, die gute Inge. Ich bin die gute Inge, dass wir es schaffen, zurück nach Hause zu kommen. Das ist ja alles, was wir wollen. Wir haben jetzt einen Kompass. Wir können zurück nach Hause finden. Oh, oh. Aber wir sind noch im Hochgebirge. Und ihr habt gesehen, das Hochgebirge hat auch leider seine Tücken, indem es Bären ja beheimatet. Die wohnen hier sozusagen. Das ist ihre Adresse. Ich drehe mich immer mal wieder ängstlich um, weil dieser Bär hat uns echt schon lange verfolgt. Alter Verwalter, der war hartnäckig. Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Naja, wir müssen so ein bisschen nach darüber. Ich muss also diese Mulde erstmal raus. Wir sind immer noch in den neuen Gebieten. Das sieht man an den Erzen, die man hier überall noch findet. Aber wir nähern uns Schritt für Schritt unserer Heimat. Ja, 100 Folgen Rising World. Da möchte ich mich natürlich ganz erst zuallererst mal bei euch bedanken, die ihr immer so fleißig zugeschaut habt. Denn ohne euch und wenn ihr nicht immer so fleißig dabei gewesen wärt hier bei diesem Let's Play, hätte ich das wahrscheinlich gar nicht so lange gemacht. Und dann im zweiten Schritt möchte ich mich gleich bedanken bei den Entwicklern von Rising World, den Jungs aus Paderborn, Jungs und Mädels wahrscheinlich auch, aus Paderborn, die dieses Spiel programmieren. Was mir so viel Freude bereitet. Und es wird, glaube ich, Nacht. Oh, na super. Wir müssen nach da, da hinten, an diesen Bergen müssen wir uns orientieren. Wir sind hier voll im Hochgebirge. Was sehr merkwürdig ist, da wir uns hier gar nicht durchs Hochgebirge bewegt haben, auf der Hinreise. Wahrscheinlich ist das jetzt hier Luftlinie, eine Abkürzung äußerster Kajüte. Ich habe gerade übelste Lust aufzunehmen. Es ist nicht mehr ganz so warm. Es ist nicht mehr ganz so warm und es ist auch irgendwie ja perfekt zum Aufnehmen. Ich bin auch in einer guten Stimmung, muss ich sagen. Gerade auch wegen dieser Folgenzahl, ne? 100 Folgen ist ja nicht gerade wenig. Kompass. Ja, wir müssen da rüber. Wir müssen da hinten rüber. Ich hoffe, dass wir hier einigermaßen runterkommen. Entschuldigung, ich bin ein bisschen verhustelt. Hab heute den ganzen Tag im Garten gestrichen. Da fragt ihr euch natürlich, was kann man im Garten streichen? Zaun zum Beispiel? Nein, es war kein Zaun. Es war unsere schöne kleine Gartenhütte, die wir haben. Die habe ich heute in Schwedenrot lackiert. Lasiert. Und die ist sehr schön, diese Hütte. Vielleicht zeige ich die euch irgendwann mal. Oder auch nicht, weiß es noch nicht. Ich glaube, ich muss hier lang. Wir sind unten angekommen. Wir sind in der Tiefebene. Wir sehen aber auch nicht allzu viel. Ich habe echt Angst vor Bären, dass irgendein Bär uns diese Folge 100 versauen könnte, die ja auch so ein bisschen für euch ist, ne? Natürlich. Wir haben es geschafft, 100 Folgen Rising World aufzunehmen. Das ist nicht so alltäglich. Und ich habe auch noch richtig Bock weiterzubauen. Vor allem habe ich jetzt... da hinten ist ein Bär. Ich habe richtig Lust... Da war ein Bär, ne? Hat uns nicht gesehen, oder? Könnt ihr mal Licht machen? Ist da noch ein Bär? Ich hör die schon. Ganz schön gefährlich, sich jetzt hier mit der Nacht. Da unten ist er. Oh, wei. Hau ab, Bär. Oh, wei. Hui, ich glaube, den sind wir nochmal von der. Den Tod nochmal von der Schippe gesprungen. Ich guck mal auf den Kompass. Wir müssen nach da hinten. Aber wir dürfen auch nicht runterstürzen, das ist auch ganz wichtig. Komm hier so runter. Nicht stürzen, nicht stürzen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mach mal Licht, komm, egal. Oh. Ich habe so eine Kopflampe. Viele sagen ja auch, mir ist ein Licht aufgegangen, ne? Uns jetzt gerade auch. Aber wir locken jetzt nicht noch mehr durch hier unsere Beleuchtungsaktion, nicht noch mehr Bären an.
Ich möchte nicht, dass die 100. Folge total im Dunkeln vor sich geht. Kompass? Ja, das ist unsere Richtung. Hier müssen wir lang. Wir werden hier durchs Tal gehen und wir werden aufpassen, dass wir nicht nochmal irgendeinen Bären über den Weg laufen. Auf jeden Fall werden wir uns mit keinem Bären anlegen. Das ist schon mal, das steht schon mal so fest wie das Amen in der Kirche. Okay. Oh, das sieht gut aus. Wir kommen langsam hier in Gefilde. Ja, die, ich möchte nicht sagen, die mir bekannt vorkommen. Hier müssen wir uns jetzt wieder für Bodenlöchern in Acht nehmen. Irgendwo vor muss man sich ja immer in Acht nehmen. Bär. Bär, 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 Bär. Ich mag die Bären nicht. Die Bären sind böse und wollen mir ans Leder. Ein Hase. Guck mal, da ein Hase ist doch viel was Süßes. Da kann man doch schon mal eher... Wo ist er denn? Hase saß im tiefen Gras und lacht und schläft. Immer mal wieder umgucken und aber auch die Peilung nicht verlieren. Okay, da müssen wir lang. Ich renne mal. Ich hoffe, es wird bald wieder Tag, weil irgendwie habe ich ganz schöne Angst vor Bären gerade. Erstmal ein Happenpappen. Ja, also nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an die Entwickler und an euch vor allen Dingen, die beste Community, die man sich für Geld überhaupt kaufen kann, die ich hier habe. Das ist eine Ziege, die tut mir nichts. Und ich glaube, wir kommen, sind nicht mehr im Hochgebirge, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und ihr seht schon, wir sind ganz schön weit von zu Hause weg. Das hätten wir ohne Kompass wahrscheinlich nie wieder gefunden. Was? 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 Alter. Kompass. Da müssen wir lang. Ja, wenn der Kompass das sagt, dann machen wir das doch auch. Das ist immer so ein bisschen Zirkusmusik. Das Lied, was gerade läuft, das ist für mich immer so ein bisschen... Erinnert mich immer so ein bisschen an Zirkusmusik. Schön saftige Melone. An Zirkusmusik. Und zwar dann immer, wenn so Hochseilakt oder sowas ist. Also Hochseilakt ist nicht das, was ihr jetzt vielleicht denkt. Das hat nichts mit Aktivismus zu tun. na. Was da hinten von Vieh? Kuh. Hey Kuh. Alter Freund, alter Gesell. Hebe die Beine und spute dich schnell. Alter. Na, Kuh, alles klar? Hast du ein schönes Nachtlager gesucht? Schön am Berg angekuschelt? Ich glaube, wir müssen da hinten hin. Ich gucke gerade, wo der bessere Weg ist. Glaube ich, hier lang. Wäre wahrscheinlich sinnvoller. Geht's auch schon wieder runter. Irgendwie habe ich, seit wir hier einmal jetzt oder ein paar Mal gestorben sind, habe ich echt immer übelst Angst, irgendeinen Fehltritt zu machen. Und dann tot zu sein oder sogar zu sterben, bis ich tot bin. Ah, jetzt sind wir schon wieder so weit oben. Ich wollte gar nicht so weit oben. Ich wollte eigentlich unten im Tal lang. Aber ihr seht, diese Gegend hier ist auch sehr unwirsch. Wirsch. Gut, dass wir so eine schöne Kopflampe haben, die uns hier alles schön ausleuchtet. Ja. Vielleicht kommen wir in dieser Folge noch nach Hause. Ist die 100. Und ich hatte mir eigentlich auch vorgenommen, die so lange zu machen, bis wir tatsächlich zu Hause sind. Oh, jetzt sind wir hier schon. Ja. Seid ihr schon mal nachts durch den Wald gegangen? Das ist gruselig. Also, ne, auch wenn man jetzt so eine helle Taschenlampe hätte, nachts so jetzt durch den Wald marschieren und hier das hier, wie das hier aussieht, das erinnert mich sehr, sehr, sehr an meine Heimat. Ja. Es ist schon so ein bisschen wie der Harz. Hier mit den ganzen Tannen und den schroffen Felsen. Es gibt da einige Gebirge. Also einige Ecken im Harz, die recht ähnlich sind wie das hier. Mal Ausschau halten nach dem bösen Brausebär. Weil ich habe keine Lust nochmal. Oh, der brauchen wir einmal treffen. Dann sind wir unwiederbringlich krank oder sogar tot. Das ist ein Hase. Ach, da, doch. Hase. Hase. Zeig dich doch mal den Zuschauern hier. Zur, die sitzt im tiefen Gras wahrscheinlich. Zur Folge 100 hätte er sich jetzt ruhig nochmal zeigen können. Ich gucke mal im Kompass. Ja, wir müssen da lang. Also gehen wir hier rechts am Berg lang, denke ich mal. Rechts ist immer ein guter Weg. Außer politisch gesehen. Haha. Aber das machen wir ja nicht. Wir sind ja hier zum Spaß haben und nicht um irgendeinen Käse zu reden. Ja, Freunde. Sobald wir wieder zu Hause sind, werden wir natürlich wieder auf Höhlentour gehen. Nein, dann werden wir erstmal was bauen, denke ich mal. Und erstmal ausruhen. Henry erstmal wieder begrüßen. Mein alter Henry. Wie habe ich dich vermisst? Und diese Folge könnte jetzt ein bisschen länger werden, tatsächlich. Weil sie wird gehen, bis ich zu Hause bin. Egal, wie lange das sein wird.
Ihr werdet also hier... Oh, jetzt sind wir schon wieder hier in den Bergen. Das wollte ich doch nicht. Mimimimimi. Aber ich wollte ja auf jeden Fall nach Hause. Kompass. Da müssen wir lang. Okay, dann gehen wir hier auch lang. Ich habe Angst, dass ich abstürze. Habt ihr das gehört? Da, ist da oben Aluminium? Ist da oben Aluminium? Das Zeug hier? Lalalalala. Ja, klar, es ist Aluminium. Pass auf, das Dreck gegenüber von uns jetzt. Achtet auf die Feinheiten. Ist es Aluminium? Aluminium, Erz, ich fass es nicht. Ach, naja. Hätten wir es also auch hier finden können, einfach so. Naja. Hätten wir gar nicht tausendmal sterben müssen. Ha, ho, ho. Mann, dieses Spiel. Freunde. Ja, es wird auch bald ein Update geben mit Biomen und so. Und ganz viel Aluminium. Alle Berge werden dann aus Aluminium sein. Ich muss gleich nochmal gucken, ob hier irgendwo Beeren sind. Weil ich habe da eben sowas gehört. Wir haben noch mehr Aluminiumerz gefunden. Das ist gut für eine moderne Werkbank. Ich kann die hier nicht liegen lassen, das ist ganz klar. Das müssen wir jetzt mitnehmen. Ich passe auch auf, dass ich hier nicht runterfalle. Und nein, es gibt keine Schleichentaste in diesem Spiel. Das ist auch einigen jetzt schon aufgefallen. Es gibt keine Schleichentaste. Man kann also nicht auf Nummer sicher gehen. Wir bauen jetzt hier in der Wand sozusagen das Aluminium ab. Das gibt's doch nicht. Nochmal Aluminium. Mai. Mai ist ein Monat, natürlich, habt ihr recht. Aber ist, glaube ich, auch, sagen das die Österreicher, für mein Gott, oh mein Gott, ach du je oder so. Ne? Mai. Hm. Komisch. Dass wir jetzt hier nochmal Aluminium finden, hätte ich nicht gedacht. Aber naja, wenn es schon mal da ist. Ich höre doch hier einen Bären, hört ihr den auch? Guck mal, wie viel wir gesammelt haben. Sehr witzig. 1,5 Stack Aluminiumerz. Ha. Das ist ja lustig. Vorher lassen wir den Opa mal 1000 Folgen durch die Gegend rennen. Und dann findet er gar nichts. Und jetzt wird er damit erschlagen, hat die Stackweise Aluminiumerz. Ich glaube, jetzt haben wir auch alles abgebaut. Er ist so Unding. Ein Unding. Aber vielleicht ist es ja auch der Gruß von den Entwicklern zur 1100. Oh, Entschuldigung. Immer diese Superlative. Supernative. Ja, wir haben nochmal Aluminiumerz gefunden. Ist schön. Jetzt können wir in Ruhe sterben. K. Oh. Wir müssen nach... Oh. Wir sind schon... Ey, wir sind echt schon ziemlich in der Nähe von zu Hause. Kann das sein? Sonst würde der Kompass doch jetzt nicht so schnell umschwenken. Dann drehe ich durch. Wenn wir jetzt hier um die Ecke biegen... Oh, ist ein Elch. Hui, ich habe noch was Braunes gesehen. Nochmal auf den Kompass gucken. Da müssen wir lang, Richtung Norden. Oder ist es das Erz in meiner Tasche, was den Kompass durcheinander bringt in dieser 100. Folge? Könnte auch sein. Ich möchte... Ach, es ist albern. Wir haben nochmal Aluminiumerz gefunden. Die Folge ist heute ein bisschen länger, weil es die 100 ist. Und weil ich ja versprochen habe, wir finden in der 100. nach Hause. Ich hatte allerdings nicht versprochen, dass wir noch kubikmeterweise Aluminiumerz finden. Hatte ich nicht versprochen, aber wenn es dann da ist... Das ist doch nicht wahr, oder? Naja, okay. Ich will mich ja nicht ablenken lassen. Oh, hier müssen wir hoch. Hier ist es ganz schön steil. Ja, wo gehen wir jetzt lang? Was sagt der Kompass? Kompass sagt da lang. Oh, Leute. Ah, hier geht's runter. Gehen wir hier lang. Und es könnte ruhig mal wieder Tag werden. La 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 la. Schöne Musik. Aber wir können noch nicht zu Hause sein und noch nicht mal in der Nähe von unserem Zuhause, wegen halt, na, ihr wisst schon. Hier ist eine Art Schlucht, die uns aufhält von unserem Wege. Und wir müssen aber durch diese Schlucht hindurch gehen. Ja, hier kommen wir ganz gut runter.
Ich bin als Kind immer gern durch solche Gelände gegangen. Und auch wenn es da ein bisschen unwegsamer wurde, hat mir das immer Spaß gemacht. So rumklettern und rumkraxeln. Genau, kraxeln war das Wort. Mein Vater hat immer gesagt, kraxel nicht immer da in dem Felsen rum. Das ist total gefährlich. Du brichst ja nochmal die Knochen. Habe ich nie. Aber ansonsten natürlich immer auf die Papas hören. Die haben meistens recht. Ja. So, mal schauen, was uns jetzt hier... Ist dieses Gebirge eigentlich endlos? Kompass. Wir müssen hier runter, ne? Da müssen wir runter, okay. Machen wir das. Wir machen alles, was der Kompass uns sagt. Wir stellen nicht den Kompass in Frage. Ich würde ganz gerne hier auf der rechten Seite bleiben. Ja, ihr könnt ja mal schreiben, zum Anlass jetzt dieser 100. Folge, was ihr euch noch so wünscht, was wir noch alles machen könnten. Ne? Wie das Ganze hier weitergehen soll und wo das Ganze mal irgendwann endet. Okay, das ist recht steil hier gerade, oder? Man kann das mal so schlecht einschätzen. Wir müssen aber auch hier lang. Oh wei. Das ist ganz schön steil hier. Oh nee, das ist mir zu steil. Da können wir nicht lang. Da würde ich lieber hier am Berghang lang. Oh wei, ich will nicht sterben. Oh Leute, das ist manchmal so schwer, sich hier zurechtzufinden. Ja gut, hier geht's dann vielleicht wieder runter. Ja, runter kommen sie alle. Da könnte das schon unser Tal sein hier. Wir gehen mal runter. Aber nicht fallen, ne? Das müssen wir jetzt versprechen, lieber Charakter. Lieber Hauptcharakter. Hui. Nicht fallen, bis wir tot sind oder so. Noch ist nichts zu sehen hier, dass wir hier irgendwie, ja, irgendwie zu Hause wären oder sonst was. Ich habe noch nicht kein Zeichen der Zivilisation entdeckt. Und hier ist auch noch Eisen, das heißt, wir sind noch weit entfernt von zu Hause. Nehmen wir natürlich trotzdem mit. Ich hoffe, dass es wieder Tag wird. Es wird eine sehr lange Folge. Es wird wahrscheinlich die längste Folge. Es wird wahrscheinlich die längste Rising World Folge, die ich jemals aufgenommen habe. Ja. Und ich finde, dieses Spiel ist echt auf einem guten Weg. Es macht Spaß, es ist Abenteuer. Es ist auch Gefahr. Die Gefahr ist also auch da, dass man hier drauf geht und so. Alles ist gut, eigentlich. Nun wartet die Gemeinde gespannt auf den nächsten Schritt im Grunde, ne? Wie geht es weiter? Biome sollen kommen. Wie werden die aussehen? Was wird es da geben? Wird es Wasser geben? Schwein? Ziege? Ebene. Okay. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir gucken mal wieder auf den Kompass. Der sagt, wir müssen da links rüber. Na gut. La 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 la. Kompass? Ja, wir müssen genau in diese Richtung. Beeilen wir uns mal ein bisschen. Habe ich schon gesagt, lieber eine Axt in die Hand nehmen. Die Axt in der Hand erspart den Wimmermann. Also, wenn man hinterher gestorben ist, dann wimmert man ja. Ne? Ja. Keine Beeren in Sicht. Naja, das ist ja schon mal ganz gut. Und auch keine Erdlöcher. Ich habe die F2-Taste mal ganz sicher im Auge. Oh, ein Hase. Habt ihr ihn gesehen? Sind wir noch auf dem richtigen Kurs? Ja, wir müssen ein bisschen weiter nach darüber sogar noch. Ja, und es wird hell. Oh, Gott sei Dank, es wird hell. Und ich glaube, in dieser Gegend hier war ich sogar schon mal. Dieses Flachland mit den ganzen Erdlöchern, die wir nicht reinfallen wollen, weil das unser unwiederbringlicher Tod auch wäre. Ich glaube, hier gibt es hoffentlich nicht so viele Bären. Das mit der Hake haben wir übrigens aufgegeben, so ein bisschen wenigstens. Jetzt müssen wir jetzt hier entscheiden, rechts oder links vorbei. Und da fragen wir natürlich unseren Freund den Kompass und der sagt links. Ja, ich habe noch keinen gefällten Baum oder ähnliches gefunden. Es könnte also eine sehr lange Folge noch werden. Wer weiß das schon so genau? Ja, mal sehen, wohin sich das Spiel entwickelt. Zwei gefällte Bäume. Zivilisation. Heimat. Deine Sterne. Sollte das echt unser Tal sein? Hier sind so viele gefällte Bäume. Sollte das hier wirklich unser Tal sein? Ey, Freunde, sind wir zu Hause? Haben wir es echt geschafft? Das könnte unser Tal sein, oder? Was meint ihr? Ich frage mal einen Kompass. Hallo, Herr Kompass, was sagen Sie dazu? Da müssen wir hin. Da ist ein Weg. Wir sind zu Hause. Was? Ja.
Juhu, zu Hause. Alter Verwalter, wir haben es geschafft, Freunde. Lala, lalala, lalala, lalala. Wir haben es geschafft. Wir sind zurück. Zurück in der 100. Folge, wie geplant. Ich mache mal das Licht aus. Es wird gerade Tag. Ach schön, zu Hause, zu Hause. Ah, unser Pavillon. Unsere Baustelle. Unser kleiner Marktstand mit der Marktfrau dahinter. Meine imaginäre Marktfrau. Unser Gewächshaus. Alter Verwalter, freue ich mich. Mein Tomatenbeet, die Möhren sind alle reif. Ah, schön, wir haben es geschafft. Wir sind zu Hause. In dieser Folge haben wir es tatsächlich gebracht und sind nach Hause gekommen. Oh, oh Gott sei Dank. Ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal Henry begrüßen und dann geht's beim nächsten Mal hier weiter. Ich bedanke mich für eure Treue bei Rising World. Wir haben es geschafft, wir haben Aluminium gefunden, sogar hier 100 Stackweise. Und wir sind wieder an unserer Bergbutze angekommen, an unserer Bergvilla. Ich freue mich total. Henry, ich bin zu Hause. Lala, lalala. Sehr schön. Ja. Sehr schön, Klavier ist auch noch nicht verstimmt. Ah, mein Sofa. Mein gutes altes Sofa. Endlich mal wieder auf dem Sofa sitzen. Und aufstehen vom Sofa. Ja, ach, der alte Dödel. Ach, schön. Henry, 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 Henry. Ich bin zu Hause, ich war so lange weg, ich weiß. Aber wir haben Aluminiumerz gefunden. Ah, endlich, endlich wieder daheim. Schön. Ah, ist herrlich. Autsch, Tür vom Kopf, Geschenke gab's auch. Schlafzimmer. Schlafzimmer. Ach, hier die Bilder. Wie schön. Ja, wir sind wieder auf der heimischen Scholle angelangt. Ich bedanke mich für 100 Folgen Treue von euch, auf jeden Fall. Und sage, ah hier, guck mal, unsere Küche mit Stühlen und Küche und Säulen und Smoker. Ah, lecker. Ich sage, liebe Leute, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal und dann wirklich wieder aus dem schönen Google-Tal bei Folge 101. Ja, danke, danke, danke für eure Treue und dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bei Folge 101 und dann geht's genau hier weiter und dann kommt ihr vielleicht auch mal ein Dach drauf. Also, bis denn und bis zum nächsten Mal im schönen Kugeltal.